Ja, wir haben jetzt alles über Sie erfahren im Film, aber ich wollte doch etwas fragen, so zur Einführung hier. Also, wenn jemand hier draußen in Hamburg auf der Straße spazieren geht, warum sollte man sich Gedanken machen über diese Entdeckung? Was bedeutet das für diese Menschen? Ja, also wenn wir mal drüber nachdenken, über diesen Prozess der Krankheitsentstehung. Ein Arzt oder auch ein Wissenschaftler will versuchen, das zu heilen, aber dafür muss man erstmal verstehen, wie eine Zelle funktioniert. Das ist so, wenn man das Auto in die Werkstatt bringt und der Mechaniker weiß gar nicht, wie die Maschine das funktioniert. Wie soll das gehen? Wie kann man das reparieren? Und so ist es auch bei der Heilung von Erkrankungen. Und man muss wissen, wie das funktioniert. Und hierbei geht es darum, wie Zellen sich organisieren, so ganz grundlegend, und damit wir verstehen, was hier schief läuft und wie es richtig funktionieren müsste. Ja, jetzt wollen wir uns einmal das Innere der Zellen angucken. Wir hören davon in der Gesellschaft, wir sprechen darüber, aber wir sprechen ja nicht so sehr über dieses Zellkonzept, diese kleinen Dinge, aus denen unser Körper besteht, was die eigentlich sind und was sie machen, um mal den Kontakt herzustellen. Was ist eigentlich eine Zelle? Was macht sie? Ja, wir sind eigentlich eine Ansammlung von Zellen. Ja? Wir haben Milliarden von Zellen oder Trillionen von Zellen in uns. Und wie, also jede Gemeinschaft gibt es dort gewisse Regeln, die eingehalten werden. Hier die Leberzellen der Leber und die Armzellen in dem Arm. Aber das sind einzelne Lebewesen sozusagen. Aber sie brauchen etwas von draußen. Ja, sie müssen das richtige Material drinnen enthalten. Sie müssen sich teilen, wenn sie teilen sollen, absterben, wenn sie absterben sollen, und gewissen Regeln folgen. Und so funktioniert eine Zelle. Aber manchmal ignorieren die Zellen diese Regeln, sind nicht mehr Teil dieses Kollektivs. Und dann entsteht zum Beispiel Krebs. Ja, die lassen einen kleinen Tumor, einen eigenen Organismus entstehen im Körper. Aber dieses Konzept hier der Zelle, des Zellinneren, da ist ja eine molekulare Fabrik, ja. Sie haben das verglichen mit einem Dorf, ja. Also auch innerhalb der Zelle gibt es unterschiedliche Dinge, die da ablaufen. Und das muss alles koordiniert ablaufen. Also welche Aufgaben werden dort erfüllt? Was passiert im Innern der Zelle? Ja, also wie in einem Dorf ist das, ja, hier. Oder auch in einem Kraftwerk, ja, da mit drin gearbeitet. Oder es gibt andere Maschinen, ja, die wir zum Beispiel Zucker umwandeln in Energie, die wir brauchen hier. Und wenn wir wachsen, dann brauchen wir mehr Material, ja, also mehr Zucker, mehr Rohstoffe praktisch. Ja, das kommen wir zu den Kondensaten. Wo gehören die denn in diese Zellmaschinerie hinein? Also die Zelle macht alles Mögliche. Und wo sind da die Kondensate? Wo findet man die? Was machen die da? Also das würde ich gerne mal so beschreiben. In einer Gesellschaft sind wir ja nicht nur als Individuen unterwegs, sondern als Gruppen normalerweise. Und es gibt gewisse Arten von Gruppen, die immer zusammenarbeiten. Das sind diese dynamischen Gruppen, wie ein Flashmob zum Beispiel. Und das Kondensat ist so ein dynamischer Prozess. Wird nur gebildet, wie die Zelle das braucht. Kann dann ganz kurz wieder kurz abgebaut werden, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Dann gibt es aber auch Membrane, die stabiler sind, ein anderer Teil der Zelle. Das Mitochondrium, also langfristig Energie liefern kann. Also, das könnte man so vergleichen in der Gesellschaft, wenn jemand in die Schule soll, dann kommen die Kinder alle in die Schule und dann gehen sie wieder nach Hause. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, dann haben sie die Eltern, die Kinder hier, alle gehen hier in die Schule und wenn die Pausenglocke ertönt, dann gehen sie raus hier in den Pausenbereich und sie dürfen aber nicht raus aus der Schule und so ist es auch in der Zelle. Es gibt Regeln. Ja, als sie die Kondensate entdeckt haben, da gibt es ja gewisse Vorstellungen oder auch in Filmen, wie Entdeckungen entstehen. Erzählen Sie doch mal, wie diese Entdeckung gemacht wurde. Wann war dieser Moment, als Sie wussten, hier gibt es was anderes, was Neues? Ja, wir waren in Woods Hole, das ist Ozeanographisches Institut an der Ostküste der USA. Und das gibt es, glaube ich, schon seit 1880 durch Forschung da. Und jedes Jahr gibt es 10 Studenten, die dorthin kommen, ne, für einen gewissen Kurs, den man unterrichtet, für neue Experimente, neue Entdeckungen. Und einmal haben wir die Aufgabe gestellt, hier diese P-Granula zu filmen, hier in Hochauflösung. Und dann haben wir diese Filme gesehen und wir haben davor gestanden. Und ich glaube, mein Kollege Frank Junicker hat gesagt, das ist ja flüssig, ein flüssiger Stoff. Und wir haben gedacht, na sowas, wow. Ja, das ändert ja unser Denken über die Zelle. Wir haben eine neue Erkenntnis, etwas, was wir noch nie zuvor beobachtet hatten. Was war denn früher die Vorstellung dessen, was in der Zelle abläuft? Also was hat sich hier geändert?
Ja, es war etwas so eine offene Frage, Entdeckung, dass etwas man hat, eine Antwort auf eine Frage, die man nie gestellt hat. Ja? Man hat hier komplexe Biochemie und Millionen von Proteinen. Warum sind die alle am selben Ort? Warum bleiben die da? Und als wir haben das gesehen, da haben wir eine Frage verstanden, die wir noch nie gestellt haben, die man aber beantworten konnte mit dieser neuen Idee. Ja, und was so schön ist an dieser Forschung, wenn man von draußen drauf blickt, ist, das ist so wichtig, denn hier geht es um Physik und nicht nur Biologie. Normalerweise in der Schule so hat man die Biologie auf der einen Seite, nicht? Da wird ein Bereich studiert und die Physiker studieren, wie das anderes hier zum Beispiel, die Kugel, die von oben runterrollt und solche Dinge. Ich bin Physikerin, ja, damit kenne ich mich aus. Also, das sind ganz verschiedene Dinge, denkt man immer. Aber hier auf Molekularebene kommen diese Bereiche zusammen. Wie geht das eigentlich und wie können wir das verbinden? Ja, ich denke, wir haben ein Verständnis dafür jetzt, dass man diese Bereiche zusammenbringen muss, um Fortschritte zu machen. Und die Frage ist aber, wie schaffen wir das? Und hier hatte ich einfach Glück in diesem Fall. Ja, so ist es bei allen Entdeckungen. Als ich in Heidelberg gearbeitet habe, gab es einen Physiker hier im Sabbatical, Stan Leiblein. Und ich habe verstanden damals, ja, Physik ist auch wichtig, um das Zellarbeiten zu verstehen. Und da hatte ich wieder Glück hier bei Max Planck in Dresden. Naja, auch dort haben wir uns wieder mit komplizierten physischen Strukturen beschäftigt. Und da habe ich mit einem Kollegen dazu haben gesagt, ja, wie können wir die Physik nutzen, um das zu verstehen, wie alles anfängt. Und jetzt haben wir so viele Jahre zusammengearbeitet, wir haben Strukturen erstellt und auch gemeinsame Denkweisen entwickelt. Also auf molekularer Basis, so auf dieser Basis, da gibt es eine Interaktion, da braucht man sowohl die Physik als auch die Chemie, als auch die Biologie, all dieses spielt dort hinein. Man muss es gemeinsam betrachten, ja. Ja, die Physiker sind oft arrogant, ja, die sagen, es ist sowieso alles nur Physik, was hier abläuft und diese anderen Bereiche, ja, die spielen nur klein hinein. Ja, wir wollen uns hier nicht streiten zwischen Biologen und Physikern. Das kann man vielleicht später machen beim Empfang noch. Ja, also, wie einfach es herauszufinden, ja, was eigentlich in einer Zelle passiert. Wir hören von diesen wunderbaren Entdeckungen, man hört das im Fernsehen und dann ist jemand, der sagt, oh, sie haben morgens aufgewacht und haben etwas Neues gewusst oder erkannt. Aber wie schwierig ist es, in eine Zelle einzudringen, um dort die Prozesse zu beobachten? Ja, das sind sehr komplexe Prozesse hier und das ist wirklich die. Man braucht einfach die Mikroskopie. Dazu immer, wenn man Fortschritte erreicht hier, nicht? Also auch die alten Kontrastmikroskope. Es gibt unterschiedliche Mikroskope, die über Zeit entwickelt wurden. Und viele haben dann zu neuen Nobelpreisen geführt. Und immer mit diesen neuen Techniken können wir tiefer und besser in die Zelle hineinblicken. Das kann Jahrzehnte dauern, so etwas zu entdecken. Und jedes Mal, wenn ein neues Mikroskop auf den Markt kommt, ja, dann zieht man sich das wieder an und man will das Neues entdecken, um zu sehen, kann das uns weiterhelfen? Und in diesem Fall war das so. Mit diesen neuen Mikroskopen haben wir uns untersucht und dann hatten wir die richtige Auflösung, um das zu erkennen. Jetzt sagen wie neue Augen, die darauf blicken. Ja, als wenn man jetzt die Brille aufsetzt, auf einmal sieht man mehr. Ja, ich glaube, das ist sehr förderlich für die Biologie, was Sie hier sagen. Ja, und manchmal ist etwas, was an das die Wissenschaftler gar nicht denken. Aber wie verändert das die Denkweise hier im Hinblick auf Menschen? Wir gucken in den Spiegel und wir sehen uns da, wie wir uns gewohnt sind zu sehen. Und man kann denken, ja, man hat Organe und kleine Zellen in sich. Also verändert das sozusagen ihren Blick auf gewisse Dinge. Sie nehmen etwas hoch und sehen sich das neu an und also ja, nicht jeden Tag natürlich, aber hin und wieder macht man einen Schritt zurück hier, wenn wir etwas nachdenken. Wie kann das überhaupt funktionieren? Es ist so toll und so komplex. Und ich sage hier gerne, also es gibt immer 5 Milliarden Proteine etwa in jeder Zelle. Ja, können wir hier nochmal eine Pause machen? Können Sie das nochmal ganz langsam wiederholen? Denn es ist wirklich unglaublich. Also jede Zelle in unserem Körper enthält etwa 5 Milliarden Proteine. Also so viele Menschen wie auf der Welt hier, also in einer Zelle. Und wir haben ja, ja Trillionen von Zellen in uns. Ja, einmal tief Luft holen, um sich das zu vergegenwärtigen. Ja, wenn man jetzt 5 Milliarden Menschen hätte weltweit und 1 Million in dem Kondensat, wie die Einwohner vielleicht in der Hamburg oder so. Man kann mir vorstellen, 1 Million Menschen kommen zusammen, ja, in einer Stadt und dann gehen sie wieder weg. Das ist schon ziemlich komplex, aber in der Zelle ist es doch anders. Wenn man also sagen, jetzt hier von den Proteinen auf Menschen wechseln würde, man alle Proteine so groß hätte wie Menschen. Und man fragt sich, welche Dichte erreichen wir dabei?
Ja, dann würden wir alle hier in Lake, also in den Comer See passen sozusagen, ja, das ist der, ja, aber mit so viel Abstand. Also 3 Quadratkilometer pro Sekunde. Und als ich das mal zuerst mal berechnet habe, habe ich darüber gedacht, das ist doch unglaublich, ja, wenn ich mir das ansehe. An jeder dieser Zellen läuft dieser Prozess ab, ohne Pause. Und da hat man diese Dinge, man denkt darüber nach und sagt, also nee, das ist ja unglaublich, ja, das ist ein echtes Wunder, würde ich das nennen. Wie kann das funktionieren? Und wenn wir uns Sportler ansehen und die losrennen, ja, sie haben ja schnelle Reaktionszeiten, aber dann muss man doch mal drüber nachdenken, was hier eigentlich abläuft und wie schnell das ist. Also wenn die Zellen gut zusammenarbeiten und alles richtig abläuft, ist es gut, ja. Und man kann hier Grundlagenforschung durchführen, wenn man mal neugierig ist oder auch für die größere Perspektive. Aber die direkte Anwendung hier auf Krankheiten, das ist ja wichtig. Und ich glaube, es wurde vor einigen Jahren zum ersten Mal etwas darüber veröffentlicht. Und welche Türen haben sich seitdem geöffnet? Also, wo kann das hinführen, diese Entdeckung? Wie würden wir Krankheiten anders verstehen? Wir haben am Anfang gar nicht über Krankheiten nachgedacht, aber 2015 haben wir diese Entdeckung gemacht, dass diese Flüssigkeiten, ja, im Reagenzglas, wenn man die sich ansieht, dann wurden sie auf einmal fest. Und dann haben wir das gesehen. Wir wussten ja was über Feststoffe und Zusammenhang mit Erkrankungen hier, wie Gehirnerkrankungen oder wenn jemand hier, ne, zu oft in Kontakt kommt mit einem Fußball, dann können solche Aggregate geformt werden. Und auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Und wir haben gesagt, okay, das könnte ein Grund dafür sein. Das war eine wichtige Entdeckung. Und dann haben wir uns Beispiele gesucht dafür. Ja, bei Erkrankungen, ja, wo die Kondensate am falschen Ort auftreten. Zum Beispiel, eine Zelle hat ja einen Kern. Ja, wenn, denken Sie an Biologie hier, die Membran und den Zellkern. Daran erinnern sich halt die meisten von uns im Biounterricht. Und wenn ein Kondensat draußen ist, also aber im Kern gebraucht wird, dann kann die Zelle nicht ordentlich funktionieren. Und dann haben wir immer mehr Beispiele entdeckt, wo das Kondensat sozusagen am falschen Ort gefunden wurde und die Proteine am falschen Ort sind. Die funktionieren auch nicht richtig. Also wenn man in die nächste Stadt reist und dann gibt es eine Mauer drumherum, man kommt nicht zurück, dann in die eigene Stadt, ja, und dann funktioniert was nicht richtig. Ja, man wird dann eingeschränkt, begrenzt. All diese einzelnen Prozesse hängen voneinander ab. Das eine hängt von anderen ab, ja, und dann wieder von dem nächsten. Ja, das ist so komplex und oft versteht man das nicht. Und ja, es ist ja so, dass diese Dinge jetzt noch weiterentdeckt und erforscht werden. Aber wäre es vielleicht möglich, in der Medizin die Kondensate zu verändern? Also wie können wir das beeinflussen? Einerseits kann man es beobachten, aber was können wir denn machen? Wie können wir eingreifen, wenn etwas schief läuft? Ja, zum Beispiel diese flüssigartigen oder so, die eher als Feststoffe dann auftreten, diese flüssigartigen Strukturen. Wie zum Beispiel ein Honig, der mit der Zeit immer gelartiger wird. Ja? Dieses komische Gelee, was wir in Großbritannien haben, das ist ganz schrecklich, was wir den Kindern da verfüttern. Das hat man zum Glück in Deutschland nicht. Ja, also wir haben also den Brexit und wir haben dieses furchtbare Gelee, ja, leider bei uns. Aber wie gesagt, diese Flüssigkeitsartenstrukturen werden immer fester, werden dann feststoffen. Man könnte es verhindern, indem man eine chemikalische Substanz zufügt und das Ganze vielleicht verlangsamen kann. Dann könnte man vielleicht diese starken Abweichungen, diese falschen Kondensate verhindern. Ja, es ist wie gesagt alles sehr feingliedrig und wenn man das beeinflussen, wird es immer schwieriger. Das ist, versucht ja die Wissenschaft, es zu verstehen und dann Einfluss zu nehmen, ja, hier etwas sozusagen fein zu tun. Und was muss hier passieren? Es gibt ja noch viel mehr Forschung, die wir machen werden, aber was müssen wir als nächstes tun, um dieses Potenzial auch wirklich zu realisieren? Ich denke, in der Biologie ist es so, dass es unglaublich komplex alles ist, so kompliziert und viele werden davon abgeschreckt. Man macht eine Entdeckung, wie diese flüssigkeitsartigen Strukturen, aber dann muss man wirklich an den kleinsten Details arbeiten und man muss das lieben. Und der Grund dafür ist, dass also vor 3 Milliarden Jahren, als so die erste primitive Suppe sozusagen entstand, aus der das Leben sich entwickelt hat, da gab es dort primitive physikalische Regeln, die dort angewendet wurden. Aber über 3 Milliarden Jahre, was hat die Biologie gemacht, um das zu stabilisieren, dass es immer funktioniert? Ja, wir
Ja, bis man erst mal von 60 Diabetes bekommt. Ja, es gibt Stress im System, das System geht darauf ein, kompensiert und so weiter. Manche werden aber krank. Das ist alles so kompliziert. Es dauert Jahrzehnte, das alles zu erforschen und durchzugehen, um zu sehen, wie das genau im Einzelnen funktioniert. Aber man muss einfach erst mal anfangen, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß, es ist immer schwierig, Vorhersagen zu treffen, wann etwas geschieht. Aber was glauben Sie, wie lange braucht man, um wirklich einen Unterschied zu erreichen in der Therapie? Nun, wir erreichen schon einen Unterschied. Und zwar wie folgt: Wenn wir ein Medikament nehmen und das der Zelle hinzufügen, da hat man vorher vielleicht gar nicht betrachtet, wohin das Medikament oder wo das Medikament aktiv wird und wo das hinkommt. Da haben die Leute gesagt, ach, ist doch egal. Aber jetzt schauen sich die Wissenschaftler das an. Sie wollen wissen, was da geschieht. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt. Die Medikamentenprozesse, ja, müssen sich verändern. Das dauert auch Jahrzehnte. Aber es gibt sehr viele Biotech-Unternehmen und auch Pharma-Unternehmen, die nun diese Ideen und Strukturen annehmen. Als Sie zum ersten Mal das Paper veröffentlicht haben, gab es sofort eine positive Rückmeldung oder ja, brauchten die Leute Zeit, um zu erkennen, dass es sehr positiv ist? Nun, es braucht immer etwas Zeit. Es ist ja eine Theorie und dann kommen Leute von außen hinzu und das war ja schon eine Entdeckung. Aber wir haben selbst auch noch nicht verstanden, wie weitreichend die Implikationen waren. Man verbringt mehr Zeit mit der Entdeckung, man entwickelt die Systeme weiter und auch die allgemeinen Anwendungen und dann erkennt man das. Sie haben ja etwas gesehen im Mikroskop, unter dem Mikroskop, mit dem Team und dann haben Sie entschieden, das dann auch der Welt zu veröffentlichen und Paper zu schreiben. Man hat aber die anderen noch nicht getroffen, man hat andere Wissenschaftler, die damit arbeiten, noch nicht getroffen, die jetzt in den Laboren sitzen. Wie fühlt sich das an, dass dieses Baby nun in die Welt herausgeschickt wird? Ach, das ist wunderbar. Das ist doch die Hoffnung eines jeden Wissenschaftlers, dass man eine Idee entwickelt, die auch die Ideen der Menschen verändern, wie sich Dinge in der Zelle entwickeln, wie man einen Schritt weiterkommt. Und das machen wir doch alle bei der Wissenschaft. Wir haben eine Entdeckung und dann möchte man das auch weitergeben an die nächste Generation. Es gibt jetzt so viele Postdocs oder 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nun in meinem Labor arbeiten und die auch bei uns geschult werden. Und das ist doch ein wunderbares Gefühl, dass man weiß, okay, das ist jetzt meine Idee, mein Grundgedanke und das wird weitergetragen. Wundervoll. Schauen wir uns einmal das Team und das Labor an. Zurück zum Anfang. Ich glaube, Sie haben auch schon mit den Medien gesprochen. Dann wird man vielleicht sehen, okay, das ist der Wissenschaftler in den Medien, das ist der, der den Anzug trägt, der die Entdeckung gemacht hat. Aber wie sieht das alltägliche Leben aus und wie sah es vorher aus? Als Kind wollten Sie zum Beispiel Fußballer werden oder was anderes oder wollten Sie immer Wissenschaftler werden? Ich wollte immer Fahrradmechaniker werden. Ich war niemals gut in der Schule. Ich habe mich wirklich angestrengt. Ich habe auch Unterstützung von meinen Eltern bekommen, aber ich habe immer schlecht bei den Schularbeiten und bei Tests abgeschnitten. Und deswegen wurde ich ein Labortechniker. Mein Freund Raff und ich wollten nämlich einen Fahrradladen eröffnen. Er war ein Jazz-Bass-Spieler und er spielt immer noch Bass und Jazz und ich sitze immer noch im Labor. Als ich nämlich dann erstmal ins Labor kam, habe ich einen Aspekt sehr gut verstanden, dass ich mit meinen Händen arbeiten kann und dass ich das gut mache und dass ich gut Experimente durchführen kann. Und dann bin ich da immer weiter reingekommen und es hat mich begeistert und dann habe ich diese molekularen Maschinen entdeckt und ich habe gedacht, oh, ich möchte mit diesen Maschinen arbeiten. Und dann kam das so ins Rollen und der Rest ist Geschichte. Ich habe damit angefangen und jetzt bin ich hier. Nicht mehr ein Fahrradmechaniker, sondern ein Zellmechaniker sozusagen. Und was treibt sie an? Ich glaube, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ach, ich mache einfach meine Arbeit, das liegt jetzt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Aber was treibt sie an? Und wie wählen sie die wissenschaftlichen Fragen aus, an denen sie arbeiten? Was ist die Richtung, in die sie gehen? Ist es immer nur die Neugierde? Möchten sie Menschen helfen, weil das der Zweck der Wissenschaft ist? Was hilft ihnen, morgens aus dem Bett zu kommen? Nun, die Grundlage für gute Wissenschaft ist immer Neugierde, das sage ich immer wieder. Man muss morgens aufstehen und auch Dinge
verstehen wollen, verstehen lernen wollen. Das ist die Grundlage für Wissenschaft. Aber etwas anderes, was wichtig ist für Entdeckungen, ist, dass man unzufrieden ist. Man muss immer unzufrieden mit dem sein, was man gemacht hat, um weiterzumachen. Mein Vater sagt immer, göttliche Unzufriedenheit. Und ich denke, das ist wirklich entscheidend. Man macht etwas, man sitzt im Labor und sagt, das war großartig. Nee, das ist nicht gut. Man muss sagen, das war okay, aber ich möchte mehr machen. So wird man weiter vorangetrieben als Wissenschaftler. Nun, das klingt nicht ungesund, aber da sollten Sie vielleicht drauf achten in der Zukunft. Na, ich bin kein Perfektionist, aber mich langweilen Dinge häufig und deswegen mache ich etwas Neues. Also mich langweilt etwas und dann möchte ich gern zum nächsten kommen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil, ja, mich weiter voranzubringen, auch als Wissenschaftler während dieser langen Zeit. Das ist ja ein langfristiger Prozess. Sind Sie geduldig? Ja, ich bin relativ geduldig. Also Sie können meine Kinder fragen. Dann kommen wir einmal zur Teamarbeit, zum Teamwork. Sie bekommen natürlich diesen Preis, aber es gibt natürlich ein Team um Sie herum und auch in der Vergangenheit. Erzählen Sie uns einmal, wie die Teamarbeit da aussieht und wer sitzt im Team. Nun, die Wissenschaft ist schon ein merkwürdiges Geschäft. Wenn man nämlich eine Entdeckung macht, das war bei uns 2009 der Fall, dann hat man die Zeit, die darauf hin zuläuft und danach die Zeit, die danach stattfindet. Und man kann kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin ohne Teamarbeit sein. In meinem Fall war es wirklich die Gruppe der Wissenschaftler und der Postdoc-Studentinnen und Studenten, die mich unterstützt haben. Die haben eigentlich die ganze Arbeit geleistet. Ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber wenn man ein Wissenschaftler ist, dann macht man Entdeckungen auch über einen Zeitraum von 30 Jahren und dafür braucht man Unterstützung. Also ein wichtiger Teil der Teamarbeit war auch die richtigen Direktoren zu finden. Ivy Banks, Joe Hart, Kai zum Beispiel. Zum Beispiel, die Direktoren haben 1996 gesagt, lasst uns nach Ostdeutschland gehen und das Max-Planck-Institut gründen. Und dann hat man natürlich noch Partner und Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Stefan ist hier auch im Publikum, er war sehr wichtig für meine Arbeit. Also ich würde das als ein eigenes Universum bezeichnen. Man hat die Summe, den stabilen Kern, aber es gibt auch sehr viele Planeten, die darum herumschweben. Partner, Leute, die mit einem zusammenarbeiten und natürlich braucht man auch die Familienstruktur. Ohne eine gute Familienstruktur kann man nicht stabil sein. In meinem Fall war es meine Frau Susanne. Ich möchte meine Arbeit ihr gerne widmen. Wir haben sie leider im Jahr 2009 verloren. Aber ihre Liebe und Zuneigung und Intelligenz hat es erst ermöglicht, diese Arbeit durchzuführen. Und all das muss zusammenpassen, sodass man langfristig als Wissenschaftler erfolgreich ist. Pierre sagte einmal, Van Gogh hat sich ein Ohr abgeschnitten und da haben alle gesagt, wow, Wahnsinn, dass er sich das Ohr abgeschnitten hat, aber als Wissenschaftler kann man das natürlich nicht machen. Nun, die Wissenschaft ist ja auch eine Entdeckungsreise und man hat Einflüsse, persönliche Erfahrungen und ich denke, das Beste ist, dass wir alle menschlich sind. Wir sind Menschen, wir arbeiten in Teams mit anderen Menschen zusammen und wir haben alle diese menschliche Eigenschaft, auch die Neugierde. Ja, das ist der menschlichste Beruf von allen, Wissenschaftler zu sein. Es gibt nichts Offensichtliches. Es geht hier nicht ums Geld, wie zum Beispiel, wenn man in einem Unternehmen arbeitet. Es geht immer ums Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass die Teams zusammenarbeiten, dass sie auch die Teamarbeit genießen. Und das genießen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch so sehr, im Labor zusammenzuarbeiten. Deswegen machen die das so gerne. Und die Art der Teamarbeit, das ist das, was den Unterschied ausmacht, den Erfolg ausmacht. Nur wenn die Teamarbeit klappt, dann wird man auch erfolgreich sein. Man muss natürlich als Teamleiter die richtigen Bedingungen schaffen. Und die Wissenschaft braucht natürlich sehr viel Zeit. Entdeckungen brauchen manchmal diese 30 Jahre und deswegen braucht man langfristig auch Vertrauen. Ich brauche langfristig die Unterstützung und das ist auch das Großartige an der Max-Planck-Gesellschaft. Ohne die Gesellschaft hätten die Entdeckungen nicht stattfinden können. Ich denke, das ist eine der letzten Gesellschaften,
die sagt, okay, hier ist das Geld, das kann jetzt auch wirklich langfristig genutzt werden. Nutzen Sie das Geld, bis Sie in Ruhestand gehen. Und ich denke, es gab auch nach dem Mauerfall einige besondere Zeiten, als Menschen in den Osten gegangen sind. Aber hier hat man dann die Möglichkeit, auch langfristig Entdeckungen zu machen. Und man hat auch das Vertrauen und weiß, dass das Geld auch da ist. Sie haben auch nicht orthodoxe Teammitglieder, Ihre Hunde. Erzählen Sie uns etwas von Ihren Hunden. Das sind zwei Hunde, die auch gerne Hasen jagen. Und das hat das Leben für mich teilweise sehr erschwert. Es sind zwei Windhunde und sie folgen mir überall hin. Mein Vater sagte einmal, dass Windhunde wunderbare Tiere seien, aber keine Hunde. Diese Hunde spiegeln einen wieder. Also wenn man selbst einen schlechten Tag hatte, dann spiegeln sie einem das auch wieder und das ist nicht immer einfach. Oh, da muss man also immer in den Spiegel schauen. Ja, das stimmt. Und haben Sie dann auch Zeit, nicht im Labor zu arbeiten? Was machen Sie, um so ein bisschen zu entspannen? Ich denke, das ist eine sehr schwierige Frage für Sie als Wissenschaftler. Ich denke, das ist schwierig, auch zu entspannen. Tun Sie das? Nun, mein Spitzname ist Kaffeepause Hyman. In unserer Wissenschaftsgruppe bin ich immer die Kaffeepause Hyman. Also ich fahre gerne Fahrrad. Das mache ich, um zu entspannen. Und ich spiele ebenfalls Querflöte. Das war also wunderbar, diesem jungen Querflötisten zuzuhören. Das entspannt mich auch. Und so kann ich auch abschalten. Und ich denke, diese zwei Dinge, Musik und Sport, helfen dabei auch, das Gehirn mal abzuschalten. Nun, einige meiner Studierenden am University College London haben gesagt, dass sie auch oft auf Sport und Musik zurückgreifen, um so ein bisschen den Kopf abzuschalten und raus aus der Wissenschaft zu gehen. Und ich glaube, das braucht man auch als Wissenschaftler. Man muss dem Gehirn Raum geben. Ja, das stimmt. Das sage ich auch meinen Studierenden sehr häufig. Die Entdeckungen kommen nicht vom Denken, sie kommen aus dem Unterbewusstsein. Das Gehirn setzt das alles zusammen. Man hat natürlich die Fakten, die Tatsachen, das ist so das, was das Gehirn antreibt, aber da muss man auch mal aufhören, stoppen. Ich glaube, das ist ein deutsches Sprichwort, dass man auch morgens und abends vor allen Dingen sehr clevere Ideen hat. Deswegen muss man auch mal wirklich anhalten und stoppen. Genauso wie mit den Kondensaten, ja. Schauen wir uns einmal die Zukunft an. Worauf freuen Sie sich im Berufsleben oder im Privatleben? Was sind die großen Dinge, auf die Sie sich freuen? Nun, im Berufsleben ist es immer noch großartig herauszufinden, wie Kondensate kontrolliert werden. Es kommen immer wieder neue Leute ins Team hinzu, die daran arbeiten. Und ich freue mich, dass nun neue Medikamente entwickelt werden und dass wir zeigen oder wenn wir zeigen könnten, dass unsere Entdeckungen auch positiven Einfluss auf die Medikamentenentwicklung haben werden. Und im Privatleben oder insgesamt kann man auch sagen, das trifft auch auf die Wissenschaft zu, man weiß ja nie, was geschieht. Man möchte sich überraschen lassen, vielleicht genauso wie 2009, dass ich sage, ach wow, das ist etwas Neues, daran möchte ich arbeiten. Das klingt wunderbar. Vielen Dank, Dr. Anthony Hyman. Einen großen Applaus für Sie.